Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Innenakustik. Wieder mit dabei unser Holger Wachsmann, unser Entwickler für Kabel. Mein Name Dieter Ammann. Holger, wir haben jetzt in den letzten Filmen ja die Konstruktion der R-Helix so ein bisschen erklärt. Mhm. Was aber die Leute immer wieder fragen ist, wie viel Querschnitt ist eigentlich in so einem Kabel drin? Mhm. Das ist immer so eine Gretchenfrage. Ja. Die wir ja zum Detail gar nicht mal nach außen hin so kommunizieren. Mhm. Was man aber hier schon sieht, in dem 4004 sind ja doch schon viele Leiter drin und das hat ja auch einen bestimmten Grund. Vielleicht willst du das unseren Zuschauern mal erklären. Klar, auch das wieder sehr gerne. Ich will so anfangen, bei einem Lautsprecherkabel beispielsweise. Eigentlich haben wir ja einen Stromkreis und das kennen wir vielleicht noch ein bisschen aus dem Physikunterricht. Für den Stromkreis brauche ich eigentlich bloß zwei Leiter, einmal Plus, einmal Minus und der Stromkreis ist geschlossen. Hier, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben hier Kabelaufbauten, die eben natürlich zwei adrig sind, die 4, 6, 8 bis zu 16 adrig sind. Das hat natürlichen Grund. Wir haben es auch schon mal erwähnt gehabt, es gibt eben verschiedene physikalische Effekte. Ein Effekt davon ist eben dieser Induktivitätswert, den so ein Kabel mitbringt. Auch der ist natürlich von der Konstruktion abhängig und genau da ziehen wir eigentlich drauf ab. Induktivität, die bringt eben jeder Leiter mit sich. Nochmal ganz kurz zu erinnern, wenn wir also einen Strom durch einen Leiter schicken, dann entsteht eben ein Magnetfeld, also ein Teil der Energie wird abgestrahlt. Wenn ich das mit einem Wechselstrom mache, den wir eben bei einem Lautsprecherkabel beispielsweise haben, dann ist ein Prozess, der eigentlich fortlaufend passiert. Und wenn ich jetzt zwei Leiter habe, dann und ich habe einen Stromkreislauf, das heißt einmal geht der Strom in die eine Richtung und kommt dann in dem anderen Leiter wieder zurück, dann bauen sich die Magnetfelder auch gegenseitig auf, also in die entgegengesetzte Richtung auf. Auch da kennen wir ja aus der Physik diesen Nordpol und Südpol, das haben wir eben bei einem stromdurchflossenen Leiter auch. Und wenn die gegenläufig sind, dann neutralisieren sie sich in dem Bereich, wo sie sich quasi am nächsten sind, ne? Wo sie sich überlappen. Wo sie sich überlappen, genau, richtig. Und man kann also jetzt die Konstruktion eben so wählen, ich habe einen zweiadrigen Aufbau, dann habe ich eben sehr wenig Bereiche, die sich von dem Magnetfeld her überlappen und damit habe ich einen relativ hohen Induktivitätswert. Oder ich schaffe eben sehr viele Überlappungsbereiche, sehr großflächige Überlappung und damit neutralisieren sich eben die Magnetfelder sehr gut und dieser Induktivitätswert, der sinkt entsprechend. Ja, und noch die Frage, warum soll der gering sein? Also gerade beim Lautsprecherkabel, wir haben eben sehr hohe Ströme, die dort fließen. Wir haben ein Frequenzgewirr, was da transportiert wird. Das ist ein sehr komplexes Signal mit niedrigen und hohen Frequenzen. Auch hier gilt es natürlich, dass das Kabel sich hier neutral verhalten soll. Also hohe Frequenzen sollen genauso gut übertragen werden wie tiefe Frequenzen. Und wenn ich ein Kabel habe mit hohen Induktivitätswert, dann blockiert oder bremst quasi der hohe Induktivitätswert auch die hohen Frequenzen. Also das Kabel fängt da an dumpf zu klingen, neblos, wie auch immer. Also müssen wir versuchen, diesen Induktivitätswert zu reduzieren. Und das schaffen wir eben durch die Multicore-Aufbauten, eben durch eine ganz geschickte Anordnung. Da haben wir mal ein paar Beispiele. Ganz geschickte Anordnung der einzelnen Leiter ohne entsprechende Verschachtelung. Und desto komplexer eben der Aufbau wird, desto neutraler verhält sich das ganze Kabel nachher auch im Audiobereich, dass eben das gesamte Frequenzspektrum möglichst linear übertragen wird. Ne? Ja, deswegen haben wir verschiedene Aufbauten, also hier mal als Beispiel das 1204, 2404 oder eben das ganz große 4004. Wo einen entsprechend komplexen Aufbau hat, eine entsprechende Anzahl an Adern hat. Hier sprechen wir von 16 Adern, die eben ganz definierte Abstände zueinander haben und entsprechend verschachtelt sind, um den Induktivitätswert möglichst gering. Wenn du von verschachtelt sprichst, sprichst du immer quasi, welcher Leiter ist der Plus- und welcher Leiter ist der Minusleiter. Das ist eigentlich die Anordnung von Plus und Minus innerhalb dieses ganzen Konstrukts. Ganz genau. Es ist nicht so, dass nur die rechte Hälfte Plus ist oder nur die linke Hälfte Minus ist, sondern es ist ineinander
verschachtelt verteilt. Ganz genau, mhm. richtig. Und da kommt es eben darauf an, über die Anordnung und über die, ja, eben die Zuordnung, was ist Plus, was ist Minus, kann man eben diesen Induktivitätswert optimal beeinflussen und anpassen. Genau, weil diese Magnetfelder, die man ja nicht sieht, ja. man riecht den auch nicht, überlappen letztlich richtig. Und sich dann neutralisieren. Ganz genau. Im Schnittpunkt. Ganz genau, richtig. Also man kann es über dieses gegenseitige Neutralisieren erklären, man kann es auch über den Fakt erklären, dass ja im Prinzip benachbarte Leiter auch ein Signal gegen wechselseitig induzieren. Also beide Sichtweisen sind da richtig. Mhm. Und über beide Sicht oder über beide Erklärungen kann man das eigentlich auch erläutern, ne? Warum das so ist, dass eben der Induktivitätswert deutlich geringer ist, wenn man eben so verschachtelte Multicore aufbaut und verwendet. Hm? Okay. Ja? Ja, super. Danke eindrücklich wieder auch diese Konstruktion, warum das genau so gewählt wurde. Ja, im nächsten Film geht es dann um die Leiter. Mhm. Wo wir da nochmal die Details erklären. Vielen Dank bis dahin. Ja, vielen Dank bei Ihnen fürs Zugucken. Ja, danke. Und viel Spaß weiterhin mit unseren Filmen.